herzlich willkommen wieder bei Cheese. Heute, meine Damen und Herren, habe ich vorher schon gesagt, wollen wir den Einschaltquotengipfel stürmen. Wir haben tabulosen Sex und wir haben Frau Zimmermann, ich sag's nochmal, die nachher erschossen wird. Ja. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Ja. Wie fühlen Sie sich jetzt so kurz davor? Es geht. Es geht, ne? Ja. Nicht aufgeregt oder nein, so? Nein. Ach, warte, das kriegen wir in den Griff. Manche. Was machen Sie sonst, Frau Zimmermann? Was macht Ihnen Spaß im Leben? Ich mache Camping. Camping? Ja, mache ich in Rodenkirchen hier. In Rodenkirchen? Am Rhein. Chemiewerk? Da machen Sie Camping? Da nicht. Das ist doch in Wesseling. Hier in Rodenkirchen so. Am Rhein. Wesseling ist ein Chemiewerk. Das ist ja ein ganz spannender Dialog, den ich hier führe. Warte. Die Rheinschulefin, nee, das ist nicht in Rodenkirchen. Nee, ist in Wesseling. Ja. Da ist die Luft noch reiner. Da ist die Luft noch reiner. Ja. Und wie groß ist Ihr Campingwagen? Wie viele Quadratmeter hat der? 57 Aufbaulänge. Was heißt das jetzt? Ja, so ein langes Ding. Aufbaulänge? 7 Meter. Und wenn er nicht aufgebaut ist, ist er kürzer, oder? Das ist kürzer. Keine Ahnung. Gut. Nee, aber ein großer Wagen. Großer Wagen. Fahren Sie den selber? Nö. Wer fährt den? Im Moment keiner. Der steht in Rodenkirchen auf der Straße, wie in einem Hochwasser. Beim Chemiewerk. Ach nee, das ist ein Wesseling. Gut. Das ist ein Wesseling. Frau Zimmermann, wir reden gleich noch kurz. Wir gehen jetzt erstmal wieder, meine Damen und Herren, in unsere Sexorgie rein. Interessiert mich jetzt einfach, wie da im Moment der Stand der Dinge ist. Schauen wir mal rein. Um Gott, da geht aber die Post ab. Können Sie es auch nur mit einer Backe mal? Kann er. Kann er. Jetzt nur mal mit links. Ne? Links hat er eine Muskelschwäche. Da geht das nicht. Ja. Gut, wir schauen natürlich nachher noch mal in unsere Sexorgie rein. Meine Damen und Herren, Helden des Alltags haben wir Ihnen eben schon vorgestellt. Eine weitere Sensation. 1982 war es. Helmut Klotz stand auf der Autobahnbrücke Feldkirchen-Hofheim-Ballerstedt. Er wollte seinem sinnlosen Dasein ein Ende bereiten und sich auf die A52 Richtung Nahdost-Kaiserfeudel stürzen. Er stand schon auf dem Brückenpfeiler, da zögerte er. Im Dunkeln tauchte eine Gestalt auf. Eine helfende Hand, die ihm Mut zusprach, mit Erfolg. Helmut Klotz sprang und landete auf einem Sattelschlepper der Firma Mareiko Industriewurst, in dem das mittlerweile 2 Monate alte Kalb Hubert zum holländischen Schlachthof Rapporten transportiert wurde. Der Sattelschlepper zerschellte an der Leitplanke und das Kalb Hubert konnte entkommen. Zum zweiten Mal, meine Damen und Herren, war sein Leben auf wundersame Weise gerettet worden. Tröstende Worte zur rechten Zeit können Leben retten. Wer hat diese Worte wohl gesprochen, meine Damen und Herren? Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, unser Held des Alltags, Christopher von Waldo war das wieder, meine Damen und Herren. Ein Mann mit Herz, ein Mann mit Verstand. Meine Damen und Herren, ich höre gerade, bei unserer Orgie geht die Post ab. Können wir da mal schnell reinschalten? Schnell mal in die Orgie gehen. Dieter? Nein. Rainer? Nein. Jürgen, der war's, der vom Katasteramt. Nee, das kann wirklich nicht. Nein. Aus? Danke. Ja, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, noch eine Sensation. Jeden Tag sehen Sie im Fernsehen Fernsehshows, wo scheinbar glückliches Publikum sitzt, applaudiert und johlt. Ist das die ganze Wahrheit, meine Damen und Herren? Welchen Preis müssen diese Menschen zahlen, die dort in den Fernsehstudios sitzen? Wir haben Betroffene heute Abend hier und diese Betroffenen sagen, bei ARD und ZDF sitzen sie in jeder Reihe auf einem elektrischen Stuhl. Deshalb, meine Damen und Herren, wollen wir nun mit Betroffenen sprechen. Sie bleiben natürlich anonym, weil sie Angst haben, dass nach dieser Aussage, dieser Brisanten, die sie heute machen werden, von Seiten der Fernsehanstalten Repressalien auf sie zukommen. Ich begrüße Sie, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr Lobositz. Sie waren ja als Zuschauer bei diversen Fernsehshows dabei. Was haben Sie da erlebt? Ja, es fing alles ganz harmlos an. 1972 waren wir als Zuschauer bei Dalli Dalli. Da bekamen alle ein Glas Sekt vor der Sendung. Da waren sie alle noch scheißfreundlich zu uns. Und was geschah dann? Ja, und dann später, als wir die Einladung für die nächsten Sendungen nicht befolgt haben,
Da wurden wir von zu Hause abgeholt. Mit der Eisenstange haben sie uns hingetrieben. Zu was bin ich ins Studio? Meine Frau haben sie mit der Eisenstange aufs Knie geschlagen. Und das war so eine gute Rollstuhlläuferin. Ist ja alles grauenhaft, was Sie da erzählen, meine Güte. Ja, das kommt noch schlimmer. Bekannten von mir haben sie im Park mit zwei Pitbull-Terriern eingekesselt. Der musste zu verstehen, sie Spaß. Um Gottes Willen, hören Sie mal. Und meine Schwägerin, das ist der Allerbeste, haben sie vom ZDF-Fernsehgebäude mit einem Betäubungsgewehr angeschossen. Die ist bis heute verschwunden. Die ist weg. Die sehen wir alle vier Wochen bei Wetten, dass mit aschfahlen Gesicht in der zweiten Reihe sitzen. Darf nicht wahr sein. Weg ist sie. Darf weg da sein. Die ist weg. Ja. Darf alles gar nicht wahr sein. Herr, darüber hinaus behaupten Sie ja, dass diese armen Kreaturen, die in diese Fernsehstudios geschleppt werden, alle unter Drogen stehen. Ist das wahr? Das ist richtig. Unsere Melanie hier, die haben sie vom Kindergarten abgeholt, zum Disney Club. Die haben sie so mit Bommelunder abgefüllt, die mussten wir zwei Tage erstmal ausnüchtern, als sie wieder zu Hause war. Da hat die mich immer noch für Mickey Maus gehalten. Das war ganz tragisch. Eine Katastrophe war das. Um Gottes Willen, meine Damen und Herren, um Gottes Willen. Hey. Gottes Willen. Hey. Ja, hier unseren Lobo, den wollten sie letzte Woche auch abholen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, die muss jetzt nicht erzählt werden, ne? Gott sei Dank. Warum sind Sie denn jetzt eigentlich auf der Flucht? Kann man das noch mal etwas mehr erklären? Ja, wir hatten eine Einladung zum Stangelwirt bekommen, also das hätten wir nicht mehr überlebt. Da war Schluss. Aber ein Gutes hatte die Geschichte noch. Auf der Flucht ist uns ein Kalb zugelaufen. Da heißt Hubert. Das war noch okay. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank unseren tapferen Zuschauern, die hier Unglaubliches gesagt haben. So, meine Damen und Herren, meine charmante Assistentin Susanne verteilt jetzt alle an Sie so ein bisschen Traubenzucker, damit Sie mir hier nicht einschlafen, liebe Zuschauer. Nehmen Sie sich ruhig mal so ein Päckchen davon, dem Opa da vorne auch, der schläft fast ein, gibt dem auch mal eins. Wenn Sie dann hinterher glauben, Sie sehen irgendwie so Tiger in der Ecke oder das Studio brennt, macht nichts draus, ne? Ist nur so ein bisschen Speed, den wir hier verteilen. So, meine Damen und Herren, wichtig ist auch für die Einschaltquote, die Rekordeinschaltquote, die wir heute erreichen wollen, das sogenannte Pacing. Pacing bedeutet nichts anderes als sinnloses Gequatsche, schnell aneinander geschnitten. Ich mache es Ihnen mal ganz kurz vor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schon ein bisschen verwirrt, so geht Pacing, ja? Sehen Sie nun einen sensationellen Film. Wunderschönen guten Tag. Jetzt passiert's. Sie sind Frau? Cebula. Frau Cebula, wir werden jetzt mit Ihnen eine schier unglaubliche Aktion machen. Eine Sache, die es so im deutschen Fernsehen bisher noch nicht gegeben hat, die es auch nicht wieder geben wird, international wirklich auch noch nicht da gewesen ist. Haben Sie Lust auf diese internationale, unglaubliche Nummer, die wir jetzt mit Ihnen hier machen werden? Müssen wir erst erklären, worum es geht überhaupt. Die Nummer ist ganz einfach. Haben Sie ein bisschen Mut? Nein. Bisschen Ausdauer? Ein bisschen. Spaß am Spiel? Kommt drauf an. Lieben Sie das? Nein. Frau Cebula, dann genau sind Sie unsere Frau für diese sensationelle Sensationsnummer, die wir jetzt hier mit Ihnen im... erklären, wo, was ich... Ja, nur Moment, es kommt ja jetzt. So, die sensationelle Sensationsnummer, die wir vorhaben, beinhaltet eine Denksportaufgabe. Also, ich darf mal ganz kurz schauen. Aber ich muss nicht irgendwo auftreten später. Nee. Wie später? Jetzt. Und zwar war eine dieser Nummer. Hatte irgendeiner von euch sich das, Detlef, was wir jetzt machen wollten? Verdammt, ich hab's auch vergessen. Haben Sie eine Idee, Frau Cebula? Schlecht, ich habe eine gute Idee. Ich wollte meine Treppe fertig putzen und dann wollten wir zum Camping fahren. Ja, das ist doch eine Sensation. Ich finde es klasse, dann zeigen wir Frau Cebula noch ein bisschen beim Treppeputzen und ich mache ein bisschen Untergrundmusik. Frau Cebula, die Zeit läuft jetzt an. Bitte putzen Sie jetzt. Ich putze jetzt mal. Sie haben noch 20 Sekunden, Frau Cebula. Ja, und ein Riesenapplaus im Studio für Frau Cebula. Gar nicht. Dies ist eine Aktion von zellularen Zellulitis-Creme.
Was haben Sie? Leid. Mussten Sie es nicht sagen, aber hier ist das Mittel, was dagegen hilft. Zellularen-Zellulitis. Für die Frau, für den Herrn und für das Kind. Frau Cibulla und Zellularen. Partner fürs Leben? Fragezeichen. Frau Zimmermann. Bitte. Frau Zimmermann, erzählt mir gerade, Frau Cibulla ist eine Campingpartnerin aus Rodenkirchen. War die auch schon mal auf dem Campingplatz, nee, die Frau Cibulla? Die haben schon nicht gesehen. Haben Sie noch nicht gesehen? Nee. Die punkt, die ist, ach nee, die war am Chemiewerk in Wesseling, macht die ja Camping. Ja, nee. So, das ist für Sie eine Flasche Zellularen-Zellulitis-Creme zum Aufschmieren. Dank. Können Sie gleich, bevor es dann hier bum bum, können Sie eben noch mal. Danke schön. Ja, meine Damen und Herren, aber bei uns geht's noch weiter. Wir wollen ja den Rekord heute erreichen. Und deswegen hier noch mal für Sie unsere Quoten-Sexbombe. Brigitte, meine Damen und Herren. Klasse. So, Frau Zimmermann. Bitte. Jetzt geht's los. Oh. Jetzt kommt's. Mein letztes Stündchen. Jawohl, jetzt geht's los. Sind Sie schon ein bisschen aufgeregt? Nicht so. So ein kleines bisschen, klein bisschen. So, und zwar werden Sie nämlich jetzt von unserer Brigitte erschossen. Oh. Ja, vielleicht nochmal einen Riesenapplaus an der Stelle. Schöne Mörderin. Jetzt geht's los. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren. Jetzt geht's ab. Nein. Frau Zimmermann. Alles Quatsch, alles Quatsch. Sie glauben doch nicht im Ernst zu Hause, dass ich hier eine nette ältere Dame in meiner Sendung erschießen lasse. Das war natürlich nur ein blöder Spaß. Das kommt auf keinen Fall in Frage. Einer hat mich heute Abend davon abgehalten. Ein Held des Alltags. Sie kennen ihn alle, meine Damen und Herren. Christopher von Waldo. Er hat gesagt, nein, das kann ich nicht zulassen. Nehmen Sie mich. Herr von Waldo, kommen Sie bitte mit. Bedanken Sie sich bei Ihrem Lebensretter. Ja, das muss Dank. Ich Ihnen doch schuldig sein. Ja. So, dann würde ich sagen, Brigitte und Herr von Waldo, ihr geht nach hinten, ja? Ja, bis später kann ich an der Stelle nicht sagen. Und ja, da haben wir noch mal Glück gehabt, Frau Zimmermann. Ja, das hätte ins Auge gehen können. Hat aber noch geklappt, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie schalten nächste Woche wieder ein. Haben ein bisschen Spaß gehabt. So. Oh. Und ab heute heißt die Sendung dann auch die Christopher von Waldo Gedächtnissendung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin hier. Ach so, Sie sind da, Entschuldigung. Setzen Sie sich wieder hin, Frau Zimmermann. Danke. Tausend Dank. Ihre Flasche kriegen Sie gleich. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei der Christopher von Waldo-Sendung, wie sie schon heißt. Wir haben übrigens, meine Damen und Herren, die Rekordquote erreicht. Vielleicht sehen Sie es gerade auf Ihrem Bildschirm. Bei uns knallen die Sektkorken hier. Wir sind alle ganz fröhlich, ganz prima. Schauen Sie einfach wieder rein, wenn Sie Lust haben, meine Damen und Herren. Sonst reicht doch noch mal unser zauberhaftes Publikum hier bei Ihnen.